Es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für die neuesten Neuigkeiten von Nintendo. Natürlich wieder mit neuen Gerüchten zu der NX, einigen Trailern und vielem, vielem mehr. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Ja. Nintendo feiert seinen 127-jährigen Geburtstag. Am 23. September 1889 wurde Nintendo als Firma, die damals noch Spielkarten erstellt hat, gegründet. Hoffen wir, dass Nintendo noch mindestens weitere 127 Jahre durchhält. Liebe Sammler, aufgepasst! Die Firma Good Smile veröffentlicht im Mai 2017 zwei Figuren zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Die zwei Figuren sind nicht nur unfassbar schön mit Details ausgearbeitet, sondern besitzen noch verdammt viele zusätzliche Gadgets, wie beispielsweise einen Bogen für Zelda oder Links Greifhaken. Die Figuren können seit gestern vorbestellt werden. Ein Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Was sich in den letzten paar Monaten angedeutet hat, scheint jetzt langsam handfest zu werden. Die Wii U ist am Ende, verprügelt und kaputt am Boden. Schaut man sich noch angekündigte Blockbuster für die Konsole an, stellt man fest, so richtige Knaller neben den neuen Zelda sind nicht wirklich dabei. Glaubt man dann noch dem britischen Händler Gameseek, soll jeder Einzelhändler in Europa seine letzte Wii U Bestellung bis zum 30. September 2016 tätigen, da ab dem 1. Oktober keine weiteren Verkäufe mehr von Nintendo an Einzelhändler stattfinden sollen. Erinnert man sich dann noch an das ominöse Treffen bei Nintendo of Europe in der vergangenen Woche, könnte das langsam aber sicher ein Übergang zu der nächsten Nintendo-Generation sein. Natürlich gibt es auch in dieser Woche wieder Gerüchte ohne Ende zu der Nintendo NX. Zum Beispiel zu dem Preis. Die Supermarktkette Tesco hat eine Platzhalter-Homepage für Nintendos neueste Konsole angelegt und dabei einen Preis von 350 Pfund vergeben. Ob dieser Preis nun ebenfalls nur ein Platzhalter ist oder ob das die tatsächlichen Kosten der neuen Konsole sein sollen, wird sich wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen zeigen. Da Tesco höchstwahrscheinlich ebenfalls Teilnehmer des Nintendo-Meetings in der vergangenen Woche war und 350 Pfund für eine neue Konsole wirklich nicht allzu viel ist, könnte dies tatsächlich der finale Preis der Konsole sein. Wir kommen zu der Linksammlung der Woche. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Dabei ist unter anderem ein Video zu der Battle Arena in LEGO Dimensions, neues Videomaterial zu Puyo Puyo Chronicle, einem sehr, sehr hübschen japanischen Rollenspiel. Den Link zu der farbenfrohen offiziellen Homepage zu Mario Party Star Rush. Und die dritte Episode von Pokémon Generations. In dieser knapp 5-minütigen Episode geht es um Blau und seinem Aufstieg in der Pokémon Arena. Fast News gibt es in dieser Woche nicht wirklich welche. Denn zu diesem Zeitpunkt, es ist gerade 16.30 Uhr, ist nichts Spannendes veröffentlicht worden. Dafür gibt's eine kleine kuriose News. Kurios war in dieser Woche das Erscheinen eines wirklich funktionierenden N64-Emulators für die Xbox One. Der Emulator wurde mittlerweile wieder vom Xbox Store gelöscht. Nutzer, die ihn allerdings heruntergeladen haben, dürfen ihn weiterhin verwenden. Es ist eindeutig mal an der Zeit, dass bei Microsoft ein paar Leute sitzen, die Inhalte prüfen, bevor sie online gestellt werden. Das war's auch schon wieder zu den News in dieser Woche. Ich hoffe, dir hat es gefallen, es gab einige Neuigkeiten, die dich interessiert haben und wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten News. Bis dahin kannst du dir gerne noch mein letztes Video anschauen. Dort ging es um einige mehr oder weniger verrückte Theorien zu dem Zelda-Universum. Als denn, bis zum nächsten Mal!